Herzlich willkommen hier, Mr. Bauer Gaming. Und zwar stellen wir heute Mods vor, die bei Farming Simulator 22 mods.com vorgestellt worden sind. Und zwar bis heute am Mittag, 12 Uhr. Wir starten mit dem Case Optum FZ Edition in der Version 1.0 vom Modder Chefkoch, der sich die Zeit genommen hat und die Mühe genommen hat, hier diesen Case zu kochen. Der Mod fügt einen Frontlader hinzu und gibt dir auch die Möglichkeit, die Sitzfarbe und auch der Innenbereich der Kabine zu verändern. So, im Shop sieht sich das folgendermaßen an. Bei den Reifenkonfigurationen haben wir die Möglichkeit von Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und die Nokian Tires. Na, das sind also die Versionen, die Möglichkeiten, die das hat. Reifenvarianten gehe ich nicht alle durch, weil da könnt ihr euch gut gerne durchspielen oder durchsuchen. Das wäre, ginge ein bisschen zu weit. So, dann hat er eine Option hinzugefügt, die Rundumleuchten zu ändern. Also haben wir Typ 1, Typ 2. Typ 3 und so weiter. Da gibt es ganz viele Optionen. Da gibt es auch die die Rule Bars oben. Also das gibt hier ganz verschiedene Möglichkeiten, ja. Dann Frontlader bei Anbau hat er jetzt einen hinzugefügt, und zwar für den Quickie und für den Hauer. Motorenausführung gibt es den 270er CVX, den 300er. Also die zwei Versionen, ne? 270 und die 300er CVX. GPS, das ist ja klar, das ist, weil es hier drauf ist. Dann gibt es ganz, ganz viele Farboptionen. Also die Hauptfarbe, da können wir gleich mal ändern, zum Beispiel zu schwarz. Dann gibt es eine Farboption für den Sitz 1 und für den Beifahrersitz. Dann die Kabine innen gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal das normale Beige und einmal Graphitgrau, ne? Also wer es so gerne ein bisschen dunkler hätte im Cockpit, kann das hier gerne so machen. Dann die Felgenfarbe kann auch geändert werden zwischen Silber, Chrom, Zink, Stahl, Black, Schwarz, Beige und Weiß, ne? Also da gibt es die Möglichkeiten, ne? Natürlich gibt es hier auch das Kennzeichen zum Ändern. So viel zum Case IH Optum FZ Edition in der Version 1.0 von Chefkoch. So, gehen wir zum nächsten, und zwar ist das der 2021 Ram 2500 Megacap in der Beta Version, Version Nummer 0.9.2. Es handelt sich dabei um einen amerikanischen Pickup Truck, der folgendermaßen ausschaut. Wir werden uns hier auch natürlich den Motorensound anhören. Und daher steigen wir gleich hin. So, dies ist das Sound-Sample gewesen. Wir schauen uns das Gerät gerade mal im Shop an, und zwar sieht das folgendermaßen aus. Und zwar hier gibt es zwei Versionen, einmal die 6,4 Liter Hemi und einmal den Megacap. Ich habe jetzt den Megacap genommen, dann schon daher schauen wir jetzt uns den Hemi an. Reifenhersteller gibt es hier einen, aber da gibt es zwei verschiedene Arten von Reifen, also mit dem die Felgen. Ja, der Felgendurchmesser ist anders. Reifenvarianten gibt es hier drei verschiedene, 1, 2, 4 verschiedene Ausführungen. Dann die Abdeckung kann man auswählen, welche Abdeckung man haben möchte. Scoop Hood oder Stock Hood. Dann vorne den Bumper. Gibt es in drei Varianten. Auch den Fahrergrill gibt es auch in zwei Varianten hier. Dann die Fenders,
Dann kann man hier die Rückspiegel. Dann die Beleuchtung. Dann gibt es hier Zubehör, die man draufsetzen kann. Also verschiedene Sachen hier, die man ändern kann. Ganz sehr viele Customizations und sehr viele veränderbare Objekte. Kupplungen gibt es auch ganz verschieden. Eine Konfiguration, also keine. Dann ein Hitch, ein Gooseneck, ein fünftes Rad, Flug, Gooseneck und so weiter. Gibt es hier ganz verschiedene Varianten. Ja, gibt es auch die Variante, dass man alles dabei hat. Ja. Dann Motorenaufführung gibt es die Stock 6,4 Liter. Dann da gibt es einen Edge-Tuner, den Beast-Mode und wieder zurück. Also drei Optionen, drei Motorenversionen. Also bis zu 700 PS, ja. Dann haben wir Farboptionen. Haben wir einmal klar die Hauptfarbe. Dann kann man diese Farbe hier ändern. Dann Grill kann man geändert haben. Wenn man einen Topper hat, dann kann man hier die Farbe ändern und die Felgenfarben können auch frei gewählt werden, ja? Okay, so viel zum 2021er Ram 2500 Megacap in der Beta-Version 0.9.2 von Militia Mods. So, die nächste Mod ist das Thresher Pack Combine Pack in der Version 3.5 von, ich nehme mal an, Team Wolves Modding. Und zwar habe ich hier ein bisschen Problem, weil die Screenshots, die in der Mod-Beschreibung angezeigt werden, stimmen nicht mit den Produkten überein, die ich im Mod Hub oder im Shop finde. So, ihr könnt hier sehen, dass hier verschiedene Geräte, die schon im Spiel sind, einfach ein bisschen verändert worden sind. Und zwar entweder eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit oder ein größeres Fassungsvermögen und oder auch größere weitere Arbeitsbreite. Also hier sehe ich definitiv ein Pack, was interessant für die Spieler ist, da die gerne große Farmen, aber mit wenig Zeitaufwand spielen möchten. Das heißt also, denen auch egal ist, der Realismus ein bisschen wegzulassen und halt einfach zu sagen, okay, ich brettere mit 40 km/h über das Kornfeld und so weiter. Hier ein Mod von, nochmal eine Mod von dem Team Wolves Modding. Ich nehme das mal so an, weil es nicht explizit so ausgeführt. Team Wolves Modding, das ist das Combine Pack Nummer in der Version 3.5, ja? Dann gehen wir weiter zum nächsten. Okay, dies ist der Cetor Major CL Version 1.0 MP. Und wie man sehen kann, hier geht es hier vor allem um eine Änderung der Farbwahl. Okay, das schauen wir uns auch noch mal kurz im Shop an. Und zwar ist es dieser hier bei Rasen 0021. Gibt es Reifenvarianten, gibt es Trelleborg, Michelin, Mitas, Redestein, Nokian. Dann gibt es die Option mit einem Frontgewicht von 300 Kilo. GPS ist ja klar hier. Dann haben wir hier die Hauptfarbe, Designfarbe und die Felgenfarbe, ne, wenn man es richtig schön bunt hat, haben möchte. Hier auch wieder die Einstellungen des Nummernschildes, des Kennzeichens. Kann man hier auch entsprechend ändern. Das sieht ja, also mit dem kann man ja richtig gut in die Diskothek fahren, ja. Gehen wir zum nächsten und zwar handelt es sich dabei hier um einen Valtra und hier gibt es auch verschiedene Sachen, die geändert worden sind. Jetzt nicht unbedingt am Modell selbst, sondern halt einfach an den veränderbaren, an den
auswechselbaren Objekten. Dann schauen wir uns jeden Valtra Valumet 8950 an in der gemurzten Version. Reifenvarianten Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Nokian, also alle Marken vertreten. Dann gibt es hier das Kabinenlicht. Gibt es ja oder nein? Das kann ich jetzt hier nicht erkennen. Gibt es verschiedene Farben, also Orange, Blau, Rot, Grün und kein Kabinenlicht. Dann das Arbeitslicht. Arbeitsbeleuchtung kann man hier eine richtig große Stange drauf machen. Also gibt es richtig viel schönes Arbeitslicht. Dann gibt es ein Stufenlicht. Das ist hier diese Teile hier. Dann man sagt, okay, wir sehen dann, wo die Treppe ist. Dann gibt es auch Beleuchtung hier bei dem Maschinenraum, also hier vorne. Dann Frontlader kann man hier wieder auswählen, die natürlich standardmäßig. Dann die Motorausführung gibt es hier eine Turbo-Version und eine normale, also den 8950er, 8750er und den 8950er Turbo. Ja, also gibt es hier die Variante, das ist die Standardvariante 8750, 8950 und die 8950 Turbo. Auch hier wieder Hauptfarbe, die haben wir hier mal, kann man ändern, Designfarbe können wir auch ändern und die Felgenfarbe, jetzt haben wir die normalen Felgenfarben, schwarz, weiß, silber, schwarz, weiß, silber in zwei verschiedenen Varianten. Okay, auch hier das Kennzeichen natürlich wieder geändert zu verändern. Ne? Das ist der Valtra Valmet, die 8X50er Serie in der Version 1.0 von dem Modder BMM Bertha Martha. Dann gehen wir zum nächsten Mod, und zwar ist es wieder ein Ami-Truck hier. Und zwar ist das der EXP 1993 Dodge Ram W350 in der Version 1.0 und zwar vom Expandable Modding Mardi Exian, Blake Porter McLean. Das sind die Modder, die da mitgewirkt haben. Gehen wir mal rein. Starten wir mal das Teil auf, schauen wir mal zu, wie das klingt. Also mir gefällt der Sound recht gut, alles schön, fährt sich gut. Okay, das ist dann dieser hier. Nochmal, das ist der XP1993 Dodge Ram W350. Hier haben wir die Möglichkeiten zu sagen, was man hier als Zusatz möchte. Ob man eine zweifarbige Variante haben will. Also das heißt, es würde sich dann hier so ändern. Also die zweifarbige Variante oder nicht. Wenn man es einfarbig hat, dann hat man so oder so. Na, das sind die Möglichkeiten, die man hier in der Lackierung hat. Und das dasselbe wie vorher. Das haben wir schon besprochen bei dem anderen. Also dieselbe Einstellungen hier. Okay, hier gibt es drei. Okay. Bumpers, ganz klar. Den Schutz hier. An oder off. Offroad oder normal. Hier ein bisschen mit oder ohne dem Zielstreifen. Dann Lichtvarianten haben wir LED 2, LED und normal. Dann Reifenvariante haben wir hier die...
Mud Bedlocks, Mud Rocks, Mud DRW, Stock SRW und Offroad. Na, das sind die Varianten, die wir in der Bereifung haben. Hauptfarbe, wie gesagt, haben wir hier auch wieder die Möglichkeiten, die das zu enden. Wenn wir jetzt hier gesagt haben, Endra Dekal 2 Farbton, dann ist es das hier. Und die Felgenfarbe kann man auch noch entsprechend fancy machen. Das ist also der XP1993 in der Dodge Ram W350er Version. Wunderbar. Dann gehen wir zum last but not least. Also wir gehen jetzt zum vorerst letzten Mod, der vorgestellt worden, also veröffentlicht worden ist. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Teil hier. Ja, es sieht aus wie der 2020er Steinbrecher. Er ist aber hier ummodelliert worden in die Funktion für Silage. Also hier wird Gras, Heu oder Chaff oder sogar Stroh. Also hier kann man reinmachen Gras, Heu, Chaff oder Stroh. Und hier kommt dann Silage raus. So, das ist die eine Möglichkeit, wie man Silage herstellen kann, wenn man das Fahrsilo, was ja angeblich verbuggt sei, nicht nutzen will oder kann oder wie auch immer. Also hier nochmal, das hier ist der Silage Maker in der Version 1.0 von JTurk Modding. Das ist ja das hier. So, das war's erstmal für diese Mod-Vorstellung hier. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Falls ihr das hilfreich gefunden habt, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich darf auch gerne ein Abo dagelassen werden. Bitte die Glocke nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke und auf Wiedersehen.